schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Antworte dringend. Blake ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder von New Haven gezeigt. Die Stadt brannte, viele Leute waren tot. Blake sagte, sein Boss hätte die Stadt niedergebrannt, weil die Einwohner sie nicht verlassen wollten. Natürlich weiß ich, dass die Bilder Fälschungen sein müssen, weil du und deine Kumpels euch in New Haven verschanzt habt. Und ihr hättet diese Truppen ja davon abgehalten, die Stadt einzunehmen, stimmt's? Stimmt doch, oder? Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Da wären 4 Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestone. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch redet. Und jetzt steigt aus dem Bus aus. Der Bus fährt noch, Sir. Halt den Mund, sag's ihr. John, wieso haben Sie einen unserer Satelliten nach Pandora entsandt? Was tun Sie? Aber Sir, die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind... Sofort raus da, du mieser kleiner Amateur! Und schalte diesen Satelliten ab! Jawohl, Sir. Tut mir leid, Mr. Tester. Wird nicht wieder vorkommen, Sir. Yeah.
Mr. Tacitor, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht, weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile ablegen. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tacitor, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen würgen und erdrosseln? Gescheitert. Sir, wir haben Minimum ein Dutzend Mitarbeiter durch Angels Funktionsstörungen verloren. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwunden. Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Wirkt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Würgen tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist erdrosseln der treffende Begriff. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann, die Drinks gehen auf Handsome Jack. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Wenn ich je Zweifel hatte, dass Jack sterben muss, jetzt nicht mehr.